Einen wunderschönen guten Morgen aus Berlin. Es ist Donnerstag, der 7.9.2017 um 8:28 Uhr. In 15 bis 20 Minuten muss ich los und ich habe 6,5 Stunden geschlafen, was ja eigentlich zu wenig ist, aber eigentlich bin ich auch einigermaßen fit. Ich bin gestern irgendwann, glaube ich, 0:30 Uhr ins Bett gegangen mit dem Wissen, dass ich 7 Stunden schlafen kann, und dann hat es noch ein bisschen gedauert mit Einschlafen und vielleicht auch wieder wach sein. Und dementsprechend sind es 6,5 Stunden, was okay ist. Ich habe mich heute mal wieder rasiert, damit das Fell aus dem Gesicht verschwindet. Ja, und heute geht es wieder zu Freaks for You. Heute eine Stunde später. Normalerweise wäre ich jetzt schon fast da, aber da ich heute Abend ja ins Kino gehe und deswegen bis 19 Uhr dort bin, dachte ich mir, muss jetzt nicht ganz so früh hin. Ja. Die ersten 3 Tage waren gut. Gestern war auch Maria im Büro. Und ich konnte ein bisschen mit ihr reden. Und sie hat mir auch schon zwei, drei kleine Aufgaben gegeben. Und auch die anderen Sachen sind ganz gut soweit. Die Kollegen sind super nett. Gestern kam ein weiterer Kollege zurück. Der war, glaube ich, im Urlaub nach der Gamescom, ein paar Tage weg. Ja. Und ja, ich fühle mich langsam wie angekommen. Das tägliche Englisch sprechen ist immer noch eine kleine Herausforderung, aber es geht eigentlich. Und ansonsten nehmen wir so langsam Fahrt auf, würde ich sagen. Ja. 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 Dann habe ich gestern Abend noch gestreamt. Car Mechanic Simulator 2018 für 2 Stunden. Und ich wollte eigentlich noch gestern Abend eine Folge von der Serie gucken, aber dann saß ich auf der Couch, habe noch zwei, drei Sachen erledigt, habe noch nebenbei irgendwie politische Sendung geguckt, und dann war es irgendwie plötzlich um 12. Maischberger habe ich, glaube ich, geguckt. Naja, und heute wird es, wie gesagt, ähnlich sein. Ich werde heute arbeiten und nach der Arbeit gehe ich ins Kino und dann bin ich irgendwann um 11 zu Hause und dann wird heute auch nicht mehr viel passieren, weder serientechnisch noch streamtechnisch. Morgen bin ich dann ab 20 Uhr am Stream. Da spiele ich dann wahrscheinlich Elite Dangerous. Sehr wahrscheinlich sogar. Und dann gucken wir mal, ob ich bis 22, 23, 24 Uhr aushalte oder ob ich schon um 8:30 Uhr sage, oh, ich bin so müde, ich muss schlafen gehen. Naja. Ja, wie gesagt, so langsam komme ich in den Alltag rein und so langsam gewöhne ich mich auch daran, dass ich 10, 11, manchmal sogar 12 Stunden nicht zu Hause bin. Aber das gehört nun mal zum Vollberufsleben dazu. Ist halt so. Und solange es Spaß und Freude macht, ist ja alles gut. Heute kann ich übrigens wieder mit dem Rad fahren. Regen ist heute nicht angesagt. Gestern hat es ja hier und da mal richtig runtergeschüttet. Das wird heute nicht der Fall sein. Und deswegen werde ich mich wieder mittels Fahrrad durch die Stadt zum Bahnhof und dann vom Bahnhof ins Büro bewegen. Also dann habt einen wunderschönen Donnerstag und drückt mir mal die Daumen, dass heute Abend kein Horrorfilm kommt. Ihr wisst, ich bin kein großer Fan davon. Und ansonsten, ja, wie gesagt, habt einen schönen Tag und dann bis zum nächsten täglichen Vlog, der morgen stattfinden wird. Also, bis dann. Tschüss.